Fünf Jahre nach dem blutigen Bürgerkrieg in der Elfenbeinküste sind noch immer viele ehemalige Milizionäre ohne Perspektive. 65.000 von ihnen kämpften auf beiden Seiten. Knapp 10.000 haben nach ihrer Demobilisierung keine Hilfe vom Staat erhalten. Einer von ihnen, Moussa Fofana. Nachdem er seine Waffe abgegeben hatte, war er jahrelang ohne festen Job. Jetzt hat er eine Lehrstelle gefunden. Wird er es schaffen, sich ein normales Leben aufzubauen? Fast so wie früher. Moussa Fofana trainiert. Das steckt noch in ihm drin. Seine Zeit als Milizionär hat ihn geprägt. Es war ein Leben im Ausnahmezustand, intensiv und gefährlich. Das haben sie uns bei der militärischen Ausbildung immer gesagt. Du brauchst Kraft in den Armen, weil du dann besser schießt. Wenn du genug Armkraft hast, hältst du das Gewehr besser und kannst gut zielen. Wenn du zu wenig Kraft in den Armen hast, kann der Schuss verreißen. Seit einem halben Jahr macht der 29-Jährige eine Lehre als Karosseriebauer in der Autowerkstatt von David Diabagaté. Gib her oder du fängst dir eine. Gib mir mein Geld, du Depp. Und jetzt haut ab. Klare Ansagen, kein Problem für Moussa. Mit Befehlen kann er umgehen, das hat er gelernt. Er ist der Chef, ich muss machen, was er sagt. So ist das nun mal. Alles hier erinnert Moussa an den Bürgerkrieg. In den Rohbauten gegenüber der Autowerkstatt waren damals Scharfschützen von Ex-Präsident Gbagbo postiert. Während seiner täglichen Arbeit denkt Moussa immer wieder auch an die Zeit, als die Gbagbo-Milizen Jagd auf alle machten, die nicht zu ihnen gehörten. Auch auf die Familie von Moussa. Ich habe die Gbagbo-Milizen von Weitem gesehen. Ich habe mir schon gedacht, dass es um uns geht. Was also tun? Ich bin abgehauen. Abends bin ich zum Haus zurückgekehrt. Erst nach Stunden habe ich mich ins Haus getraut. Mein Vater, meine Mutter, zwei kleine Brüder und meine kleine Schwester, sie waren alle tot. Danach schließt sich Moussa der Miliz des heutigen Präsidenten Ouattara an. Die Varaban-Brücke, das war mein Gebiet. Das war mein Posten. Ich mit meinen fünf Jungs. Morgens sind wir im Camp los und dann waren wir uns selbst überlassen. Es gab nichts zu essen, keine Sicherheit, nichts. Wir hatten vor Ort die Macht, wir konnten machen, was wir wollten, und das haben wir auch getan. Als der Bürgerkrieg endete, hoffte er, in die reguläre Armee aufgenommen zu werden. Doch ohne Beziehungen, sagt er, hatte er keine Chance. Als ich gar nicht mehr weiter wusste, habe ich mich an einen alten Freund meiner Familie gewandt. Der kannte die Werkstatt hier und hat mich an David empfohlen. Seitdem ist David wie ein großer Bruder für mich geworden. Er hat so viel für mich getan und tut es noch. David Diabagaté hat Verständnis für Moussa. Er hat selber sehr lange Zeit in extremer Armut gelebt und will ihm helfen. Er verlangt viel von ihm, will, dass er schnell lernt. Gestern hat er ihn zum ersten Mal alleine zu einem Kunden geschickt, ein Auto wieder flott machen. Und Moussa hat es hinbekommen.
Ich wollte nie Automechaniker werden. Aber mit der Zeit fängt man doch an, den Job zu mögen. Man hat ja eh keine andere Chance. Und dann macht man eben weiter und dann macht es auch irgendwann Spaß. Seine Kollegen wissen nichts von seiner Vergangenheit bei der Miliz. Er hat mit niemandem darüber geredet. Moussa weiß, viele hier waren auf der Seite von Ex-Präsident Gbagbo. Er hat Angst, dass sie sich rächen könnten, wenn sie erfahren, dass er für den heutigen Präsidenten Ouattara gekämpft hat. 12 Uhr. Wie jeden Mittag hat David ein Auto organisiert, lädt seine Jungs ein. Los geht's, auf zum Essen. Moussa kommt nur widerstrebend mit. Sein Misstrauen sitzt tief. Er will mit den anderen einfach nicht so viel zu tun haben. David zwingt ihn immer wieder zu gemeinsamen Aktivitäten. Er weiß, Moussas großes Ziel ist es, bald eine eigene Werkstatt zu haben. Auch deshalb will David, dass er die Gesellschaft der anderen schätzen lernt, sich mehr öffnet. Wir sitzen hier mit den Jungs aus der Nachbarwerkstatt. Wir machen ganz viel zusammen. Mittags essen wir gemeinsam und oft sind wir abends bis 22 oder 23 Uhr zusammen. Heute fehlen ein paar, sie machen Besorgungen. Nach dem Essen ist Moussa merkwürdig still. Sie sind in der Nähe der Straße vorbeigekommen, an der er während des Kriegs als Milizionär an einem Checkpoint stand. Alles kommt wieder hoch. Der Schmerz ist immer noch da. Heute wieder ganz stark. Ich schwöre, das kann ich nie vergessen. Und das Schlimmste, die Typen, die das gemacht haben, die kenne ich. Alle. Ich werde sie nicht davon kommen lassen. Man sagt, der Krieg sei vorbei, wir hätten jetzt Frieden, aber ich bin zu allem bereit. Und dafür gehe ich auch ins Gefängnis. Nicht weit entfernt treffen sich Gbagbo-Anhänger, unter ihnen viele ehemalige Milizionäre. Auch sie akzeptieren die derzeitige Lage nicht. Seit der Festnahme von Präsident Gbagbo befindet sich die Elfenbeinküste in Geiselhaft. Ouattara und Frankreich haben uns in Geiselhaft genommen. Der Krieg ist vorbei, aber die Abrechnung hat noch nicht begonnen. Es ist noch nicht zu Ende. Wir kennen uns alle und wir wissen, wer wozu fähig ist. In der Werkstatt geht es auf den Feierabend zu. Moussa trifft einen ehemaligen Kämpfer aus seiner Einheit. Die beiden haben sich seit Jahren nicht gesehen. Sie reden nur kurz, um nicht aufzufallen. Die anderen gucken schon. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit fahren sie mit dem Auto eines Kunden nach Hause. David weiß, was Moussa durchgemacht hat und kennt dessen Gewaltpotenzial. Er hat ihn bei sich zu Hause aufgenommen, um ihm ein normales Leben zu zeigen. Die beiden Männer teilen ein Zimmer und eine Matratze. Wenn es nach Moussa geht, nicht mehr lange. Ich will meine Werkstatt, aber dazu braucht es Geld. Du musst Miete für die Werkstatt zahlen und dann sind da noch die ganzen Werkzeuge, das alles kostet. Am Abend trifft er sich mit seiner Freundin. Auch mit ihr hat er noch nie über seine Zeit bei der Miliz gesprochen. Ihre Familie lehnt Moussa ab, will sie mit einem anderen Mann verheiraten.
Ich schwöre, wenn du mir etwas verheimlichst, ich schwöre dir, dann mache ich dich fertig. Das schwöre ich dir, beim Namen meiner Mutter. Wenn du hingehst, komme ich hinterher. Die Freundin versucht, ihn zu beruhigen. Schließlich hat Musa morgen ein wichtiges Treffen. Der alte Freund der Familie, der ihn an David vermittelt hat, kommt in die Werkstatt, erkundigt sich, wie Musa sich so macht. Am Anfang war es schwierig. Er hat halt lange andere Dinge getan und kein Händchen mehr für Autos. Langsam wird es wieder. Musa will fragen, ob er einen Privatkredit für eine eigene Werkstatt bekommen kann. Er lässt David sprechen, sagt selber nichts. Wir müssen mal schauen. Ich hoffe, dass es keine politischen Schwierigkeiten mehr gibt. Wenn Musa sich festigt, die Vergangenheit hinter sich lässt, auf seine eigenen Ziele schaut, kann er es schaffen. Mir ist vor allem wichtig, dass er nicht mehr zu Waffen greift. Wenn es weiter gut läuft, kann er sich vorstellen, Musa eine Werkstatt zu finanzieren. Du musst ihn fördern, damit was dabei herauskommt. Okay. Und wenn irgendwas ist, ruf mich an, wir kriegen das schon hin. Musa ist ein bisschen enttäuscht. Er hätte gern schnell einen Kredit gehabt. Aber die Worte des alten Freundes der Familie haben ihm Mut gemacht. Er will sich weiter anstrengen, um allen zu zeigen, dass er ein guter Karosseriebauer werden kann und dass er seine Zeit als Milizionär wirklich hinter sich gelassen hat. Oh.